Wir haben jetzt heute Morgen einen Mann hier zu Gast. Franz Preschowski ist bei uns. Herzlich willkommen, Herr Preschowski. Wir schauen uns mal an, was Sie auf Ihrer Facebook-Seite gepostet haben. Da haben Sie nämlich geschrieben, Unique Blue ist Ihr Unternehmen, bietet zwei Flüchtlingen Berufsausbildung. Wir empfinden es als unsere humanitäre Pflicht, Menschen, die unter Lebensgefahr aus ihrer Heimat fliehen mussten, eine Chance zu geben. Ohne Berufsausbildung und deutsche Sprachkenntnisse wird die Integration dieser Menschen scheitern und Schaden verursachen. Für alle, auch für uns als Gesellschaft. Und deshalb wollen wir zwei junge Menschen aus Afrika oder dem Nahen Osten eine duale Ausbildung ab Sommer 2015 anbieten. Das ist mal ein Facebook-Post. Wie sind Sie dazu gekommen? Warum ist Ihnen das so wichtig, diesen Flüchtlingen, diesen jungen Menschen diese Chance zu geben? Naja, weil es im Interesse aller ist hier in Deutschland, diese Menschen zu integrieren. Mhm. Die sind sicherlich gekommen, um zu bleiben, nicht wieder in einem Jahr zu gehen. Also geht es darum, dass wir als Gesellschaft diesen Menschen Unterstützung geben. Jetzt haben Sie das auf Facebook gepostet. Was gab es für Reaktionen? Also haben Sie erstmal wahrscheinlich auch Bewerbungen bekommen, aber was ist da noch passiert? Nein, Bewerbungen haben wir nicht bekommen. Das war auch nicht unbedingt das Ziel. Ziel war es eben, Menschen zu finden, die uns dabei helfen sollten, Bewerber zu finden. Und ist das passiert? Ja, das ist passiert. Wir sind mit einer Gruppe zusammengekommen, Elnet Bleiberecht, die in Recklinghausen in Gelsenkirchen arbeitet. Und die konnten uns dann sehr, sehr gut mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie man das von Posts kennt, gibt es ja allerlei Reaktionen oft zu dem, was man so schreibt. Ist Ihnen da auch was Negatives begegnet? Ja, das war dann der Shitstorm, der insbesondere aus der braun eingefärbten Ecke kam und unterspült wurde mit fremden, feindlichen Bemerkungen. Das war schon bemerkenswert. Das alles haben Sie ignoriert und haben natürlich Menschen kennengelernt, die diesen Job gerne machen würden. Wie würden Sie diese Situation beschreiben, als Sie das erste Mal tatsächlich auf Flüchtlinge getroffen sind, die gerne bei Ihnen arbeiten wollten? Das war beeindruckend. Es sind sehr, sehr scheue Menschen, die ich kennengelernt habe. Das waren 10 junge Menschen. Scheu, zurückhaltend, sehr zuvorkommend. Zu meiner Überraschung sprachen alle recht gutes Deutsch, viele Englisch. Und das war ein für mich sehr schönes Erlebnis. Warum war das besonders schön für Sie? Sie sagen, die waren zurückhaltend, die waren scheu. Wie sind Sie denn zum Beispiel auf Sie zugegangen? Ich hatte versucht, diesen Menschen diese Scheu zu nehmen und ihnen Zuversicht zu vermitteln, dass das, was wir ihnen anbieten, eine große Chance darstellt für jeden Einzelnen. Denn ich konnte mir nicht unbedingt vorstellen, dass man in Äthiopien oder in Guinea weiß, was es bedeutet, eine duale Ausbildung zu machen. Was werden die jungen Leute bei Ihnen jetzt machen? Ab August geht es, glaube ich, los. Die fangen zum 1. August an. Es sind 2 junge Männer dabei, einer aus Guinea, einer aus Eritrea, die als Tischler anfangen werden. Und der dritte beginnt als Kaufmann für Kommunikation und Marketing. Und in die Zukunft geblickt, haben Sie auch einfach die Idee, dass Sie möglicherweise die jungen Männer bei Ihnen halten können? Ja, das ist mit ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir werden ja in Zukunft unter einem enormen Fachkräftemangel leiden, insbesondere im Ruhrgebiet, dort, wo ich herkomme. Da zeigt die demografische Kurve eindeutig nach unten. Und der Wettbewerb um die Nachwuchskräfte ist groß, in Zukunft noch stärker. Also ich gehe davon aus, dass ich mit diesen 3 jungen Männern sehr motivierte und am Ende der Ausbildung auch sehr gut ausgebildete Fachkräfte habe. Franz Preschowski, das ist eine ganz besondere Art, damit umzugehen, zu helfen und auch zu sagen, wir unterstützen Flüchtlinge. Sie haben sie in Ihrem Unternehmen aufgenommen. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Morgen. Danke sehr.